Ganz herzlich willkommen, endlich mal wieder von der Baureihe 112, hier von der Main-Spessart-Bahn mit Dostos unterwegs. Schon sehr lange her, als wir das letzte Mal mit Dostos unterwegs waren und mit der Baureihe 112. Und von daher würde ich sagen, nicht lang schnacken und einsteigen und ab geht da der Peter. Einmal den Fahrtrichtungswender rein und nach vorne geschaltet. Die Türen machen wir schon mal auf der linken Seite auf, schalten die Instrumentenbeleuchtung an mit der Taste I. Lokführerpultbeleuchtung gerne auch, weil ich das sehr angenehm hier finde. Dann drehen wir uns hier nach rechts, Bremsschlüssel auf ein, ziehen die Bremsen leicht an. Okay, dann einmal die Spitzensignale auf weiß. Dann Zugsammelschiene ist an, Zuglichter machen wir auch an. Lüfter ist auf automatisch, Handbremse ist gelöst. Dann sind wir eigentlich auch schon im Grunde genommen abfahrbereit, machen uns die PZB noch an mit Steuerung Enter. Und ja, das passt soweit. Unsere Fahrt ist heute mit wenigen Zwischenhalten. Wir, ja, geplante Fahrzeit Pi mal Daumen eine halbe Stunde. Türen machen wir jetzt auch schon mal zu, weil wir jetzt auch abfahren müssen. Sind heute im Fahrplan unterwegs. Dann einmal den Geschwindigkeitswähler auf an und ein bisschen die Zug- und Bremskraftwähler runter und mit der Hilfssteuerung erhöhen wir mal die Leistung. Vmax sind 140. Ich fahre am liebsten die 112 und die 143 eben ohne die AFB bzw. den Geschwindigkeitswähler, sondern viel lieber mit der Hilfssteuerung. So, ausfahren dürfen wir mit 40. So. Das Vorsignal ist grün. Und dann dürfen wir immer noch, ja, 40 fahren. Vermutlich jetzt noch hier über die Weiche und dann dürfen wir vermutlich auf Streckengeschwindigkeit hoch. Unser nächster Halt ist dann Wiestal. Da sollen wir in 4 Minuten sein. Und ab hier dürfen wir dann auf 120 hoch. Da kommt uns ein Güterzug entgegen mit einer 185 von DB Railion und mit einer 187. So, dann einmal die Fahrstufen aufschalten. Ups, hier. Gucken, dass wir nicht ans Oberstromlimit gehen. Steht das hier irgendwo, was unser Oberstromlimit ist? Wie viel Ampere? Ich glaube, das steht hier nicht. Ich denke mal, es werden aber 400 sein. Die sollten wir nicht ausreizen. So, geben wir noch eine Fahrstufe rein. Und jetzt können wir den Geschwindigkeitswähler auf die 120 stellen. Dann müssten wir auch die Geschwindigkeit halten. Genau. Leistung wurde automatisch abgeschaltet. Und jetzt haben wir ein bisschen E-Bremskraft von alleine drin. So muss das. 3 Kilometer noch. Ah, wir dürfen tatsächlich schneller fahren.
Dann einmal hier die Fahrstufen erhöhen. So, das war die Ankündigung auf 120. Das Signal ist grün, hervorragend. Sind heute unterwegs ganz normal im Fahrplan. Ne, haben wir schon länger auf der Main-Spessart-Bahn schon nicht mehr gemacht. Und das ist nach wie vor eine Strecke, die ich doch sehr schön finde. So, gehen wir mal auf nur Bremsen. Ups. So, mal. Den Bahnsteig komplett. Den Bahnsteig einfach komplett übersehen. So, da musste ich jetzt mal in die Schnellbremsung rein. Ja, das war natürlich nicht so gut. Vermutlich sind jetzt alle Fahrgäste einmal durch den Zug geflogen. So. Schauen, dass sich die Bremse löst. Machen die Türen zu. Direkte Bremse lösen und jetzt können wir Fahrstufen aufschalten. Und dann schnell auf die 120 hoch. Nächster Halt ist dann Lohr in 10 Minuten. So, 90 haben wir jetzt erreicht, 100 haben wir erreicht. Das war eine Ankündigung auf 100. So, die haben wir erreicht. Vorsignal ist grün, zeigt Fahrt an. Einmal hier um die Kurve herum. Ja, immer wieder eigentlich eine schöne Strecke, die Main-Spessart-Bahn. Man merkt ihr Alter an. Aber schön ist sie trotzdem, die Strecke. So, ab hier dürfen wir auch wieder auf die 120 hoch, hinter der Kurve also im Grunde genommen.
sehr schön. 112, 127-6. So, eigentlich müsste die E-Bremse greifen, weil wir auf 120. Okay, ich muss mal ein bisschen nachbremsen. Weil wir doch ein bisschen zu schnell sind. Okay, 6 Kilometer noch bis Lohr. Also schön irgendwie, ne? Wenn man lange nicht mehr die Strecke gefahren ist, dann wirkt sie doch irgendwie so ein bisschen neu. Ah, einer meiner Lieblingsstellen, an dem wir jetzt gleich hier vorbeikommen auf der Strecke. Hier diese Rechtskurve. Mit diesen Felsen, an denen man vorbeifährt. Das erinnert mich immer an einen bestimmten Abschnitt der Schwarzwaldbahn. Aber ich kann leider nicht sagen, welcher das ist. Vielleicht sind wir irgendwann mal auf der Strecke im Train Simulator unterwegs, dann wird es mir eventuell auffallen. So. Es ist auch übrigens eine Mod drauf, die die Belichtung von den TSW2-Strecken verändert. Und zwar hat dann die Strecke im Grunde genommen den gleichen Belichtungsmodus wie die Strecke Dresden-Riesa oder Dresden-Chemnitz. Da war es ja ein bisschen anders von der Beleuchtung her. Hallihallo. Genau, und entsprechend diese Beleuchtung haben wir jetzt hier auf der Strecke und das sieht auch ein bisschen schöner aus als das TSW 2 standardmäßige. Oder die Strecke war ja sogar noch TSW 2020. So, ab hier gelten die 100. 3 Kilometer noch bis Lohr. Gucken wir nochmal, dass wir den Bahnsteig nicht, dass wir nicht darüber hinaus schießen und nur mit einer Notbremse zu stehen kommen. Das ist zwar ein Expresszug, aber das ist trotzdem nicht der Sinn des Ganzen, dass wir so schnell in die Bahnhöfe einfahren. Ach, das Bügelfeuer, ich lieb's. Ich find's toll, dass die Entwickler es geschafft haben und Entwicklerinnen es geschafft haben, dass im Grunde genommen alle Züge automatisch das Bügelfeuer haben. Das ist schon eine selige Erfindung. So, Ankündigung auf 100. Die haben wir eh schon drauf. ...1,7 Kilometer noch bis Lohr. Gehen wir mal hier auf nur bremsen. Dass unser Zug nicht auf die Idee kommt zu beschleunigen. Und wir haben einen Langsamfahrt zu erwarten. Und das bestätigen wir natürlich. So,
Unter 85 sind wir schon. Und müssen dann vermutlich ja, mit 40 oder so gleich aus dem Bahnhof ausfahren. Rechts eine 204. Und da kommt sogar noch ein Regionalexpress entgegen. So, wir lösen nochmal aus. Und ziehen jetzt die Bremsen an, um zum Halten zu kommen. So, sehr schön. Lokbremse anlegen. Und Zugbremse lösen. Kann man ganz kurz hier in den Zug hinein, ne? In den Zug hinein. Achso, da kommen wir mit der Kamera nicht weiter durch. Ja, Zuglichter sind schon an. Hier die erste Klasse mit Teppich. Das sieht schon irgendwie ganz schön aus. Hier so eine Mitfahrt in den Dostos auf der Strecke Mainz-Koblenz. Das wäre doch was, oder? Hätte ich auf jeden Fall echt Lust drauf. So in den Dostos, etwas weiter oben. Fände ich besser als in den Intercity-Wagen. Okay, wir schließen schon mal die Türen. Mit unserer 112. DB Regio AG Region Nordost in Berlin. So, wir sollen zwar eigentlich noch warten, aber wir fahren jetzt trotzdem schon mal ab. Wir lösen die Lokbremse. Geschwindigkeitswähler auf ein. Und einmal hier Leistung aufschalten. So. Also. Einmal hier die Fahrstufen rein und das Signal, das bestätigen wir natürlich. Sind hier im Wechselblinken unterwegs, das heißt also, wir fahren mal nicht schneller als 40. Können uns aber auch eigentlich befreien. Genau. Und fahren aber trotzdem nur mit 40 über die Weiche, weil ich nicht weiß, welche Geschwindigkeit ansonsten hier gilt. Laut HAT dürfen wir schon 130 fahren, aber ich wage zu bezweifeln, dass wir tatsächlich 130 fahren dürfen. So. Zug ist einmal drüber. Genau. Das heißt also, wir können jetzt beschleunigen. Einmal die Fahrstufen rein. Hoch auf die 130. Schön wäre, wenn uns hier tatsächlich die Motortemperatur angezeigt werden würde. Ab hier dürfen wir sogar 140 fahren. Streckenseitig 150, aber unsere Lok schafft nicht mehr als 140. Hier entlang des Mains.
So, oh, wir werden zu schnell. So, einmal auf die 140. Leistung abschalten, abschalten, abschalten und bitte jetzt die Bremskraft rein. Ankündigung auf 130. So, genug Screenshots gemacht. Da kommt noch eine 155 mit Autotransportern. Sehr schön. Und wir haben noch 5 Kilometer. Dann sind wir in Gemünden und dort endet unsere Fahrt. Hier die Schnellfahrstrecke. Ne, die Einfädelung zur Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg. Beziehungsweise nicht die Einfädelung. Ich glaube, der Abschnitt ist doch sogar auf Kassel-Würzburg. Ich glaube, das ist genau der Abschnitt, der da vorhanden ist, ne? Müsste eigentlich ja doch der hier sein. Oder ist es der hier? Nein, es ist, glaube ich, der hier. Also kommen wir da gleich dran vorbei. Fenster lässt sich natürlich auch öffnen. Ihr kennt diese Spielereien. Im Train Simulator sind ja solche Spielereien ja absoluter Luxus. Im TSW ja tatsächlich von Anfang an Standard. So, 110. Machen wir das mal mit dem Geschwindigkeitswähler. Obwohl der immer wirklich auch sehr stark reingeht, ne? Aber vielleicht müssen wir den Zug- und Bremskraftwähler noch ein bisschen weiter runterstellen. So, 4 Kilometer noch, dann sind wir in Gemünden, wo unsere Fahrt heute dann noch enden wird. Vorsignal ist grün. Aha, gelbes Kennzeichen. Da ist jemand aus Großbritannien hier zu Besuch. Oder aus Slowenien. Nee, Slowenien hat, glaube ich, ein weißes Kennzeichen, aber dafür eine grüne Umrandung. Genau, so war das. Ja, warum auch immer. So, das sind jetzt schon hier die Vororte von Gemünden. Gemünden am Main. Ist sicherlich ein schönes Örtchen in Realität. Da vorne die Brücke, die Schnellfahrstrecke. Oder ist die das? Ich glaube schon, ja. Einmal vorbei hier am Bahnsteig gebrettert. Hier kann man gut Train spotten, da bin ich mir sehr sicher. Da gibt es auch bestimmt Aufnahmen. Oh, eine 187 von LTE mit einem sehr kurzen Güterzug. Und wir haben halt zu erwarten. Langsamfahrt zu erwarten, pardon. Drücken wir natürlich auf Wachsam. So, Prüfgeschwindigkeit ist unterschritten. Und das war eine Ankündigung auf anscheinend 60. Dann lassen wir mal ganz leicht Bremskraft drin. Ungefähr, ja. Ungefähr ein Bar. Dann ab da vorne gelten schon die 60 ab dem Hauptsignal dort. Und dann haben wir auch direkt einen Halt zu erwarten.
Das bestätigen wir natürlich wieder mit PZB wachsam. Jawohl, 1000 Hertz Magnet leuchtet. Beziehungsweise der 1000 Hertz Magnet Leuchtmelder leuchtet. Der 1000 Hertz Magnet selbst, der liegt da auf der Strecke und leuchtet hoffentlich nicht, solange er nicht radioaktiv verseucht ist. So, und dann sind wir auch schon in Gemünden und haben dann eine, ja, schnelle Fahrt hinter uns hier im Fahrplan. Hier durften wir nur mit 40 drüber. So, wir lassen rollen. Und bremsen. Ein Bar. Ja, gehen wir mal ungefähr auf 2 Bar hoch. Das müsste dann reichen. Links nur 146, 500 Hertz Magnet. Leuchtmelder das an. Okay. Und wir machen die Türen links auf. Und dann heißt es eigentlich nur noch, dass ich mich von euch verabschiede mit diesem Bild hier und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.